Moin moin zusammen, hier ist wieder der Tim von Berpo Products und wir starten heute an einem sehr spannenden Ort in den Tag und zwar wir sind in Niederelsung in Hessisch-Sibirien und zwar da, wo es kalt ist in Hessen. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, das war schon ganz gut, da kann man was mit anfangen. Jawohl. Die Leute, die hier in der Gegend sind, die wissen, wo du bist. Sehr gut. Wir sind nämlich direkt bei Frank und zwar Frank verkörpert Bumblebee Archery. Wie lange gibt es euch schon, Frank? Das Ladengeschäft, das gibt es jetzt seit 5 Jahren. Ja. Jetzt zum Jahresende, da haben wir unser 5-jähriges Jubiläum. Stark. Und den dazugehörigen Parcours, der existiert jetzt in der 4. Saison. Das heißt, zuerst angefangen mit dem Laden und dann hast du dir gedacht, wenn die Leute schon hierher kommen zum Bogenschießen, dann muss man denen auch mal einen speziellen Parcours bieten. Und dann hast du dir genau was überlegt. Ja, wir hatten die Möglichkeit, wir haben das Angebot bekommen, halt einen Parcours zu stellen, ja, in Volkmarsen unterhalb der Kugelsburg. Okay. Und das war zu Anfang, war das glaube ich erstmal ganz schön schwierig, weil wir haben gerade den Laden aufgemacht, dann ja, fehlte die nötige Kohle dazu, sprich die finanziellen Mittel. Aber einen Parcours machst du nicht auf, wenn du es willst, sondern wenn du es kannst, wenn du die Möglichkeit hast. Und so haben wir dann halt unser Geld zusammengekratzt, haben dann etliche Tiere gekauft und haben angefangen, den Parcours zu stellen. So fing das an. Sehr gut. Das heißt, so ein bisschen ist der Parcours von Bumblebee Archery vielleicht ein bisschen wie das Leben Schritt für Schritt. Habt ihr es gemacht? Ja, wir haben uns überlegt, erstmal, wie viele Tiere brauchen wir, wie viel können wir stellen. Dann stand in der 1. Saison stand im Prinzip auf jeder Station stand halt ein Tier und das ist dann sukzessive ausgebaut worden. Ja. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, insgesamt 40, 45 Tiere auf 20 Stationen stehen. Sag mal, Frank, die Kugelsburg ist ja eine Ruine. Habe ich vorhin erfahren mit dir? Das ist richtig. Ja. Wie sieht die Kugelsburg oder was macht die so besonders, wenn man jetzt vorbeifährt, an was erkennt man die Ruine, für was ist die bekannt? Also wenn irgendjemand danach fragt, wo der Parcours ist, Volkmarsen, Kugelsburg, ja, und dann bist du halt da. Und seit letztem Jahr hatten wir dann auch noch die Möglichkeit, wirst du nachher sehen, wir haben da sogar unsere eigene Fahne vor dem Parcours stehen. Okay. Da bin ich richtig stolz drauf, dass man da Flagge zeigt, von Weitem, ne, schon sieht und wir da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unsere Fahnen gehisst haben. Jetzt müssen wir beide uns leider schwer ins Herzen von dem Kamin trennen, weil wir sind ja in Niederelsung in Hessisch-Sibirien. Genau, das heißt, draußen wird es jetzt kalt. Wir gehen jetzt raus zur Ruine und sind schon ganz gespannt, weil es ist auch mein erster Parcours, den wir in einer richtig schönen Umgebung, also in einer Umgebung mit Mittelalter-Flair schießen, also bei der Ruine. Und das gucken wir uns jetzt mal an und ich ziehe mir jetzt meine zu kalten Sportschuhe aus. Olli zieht sich auch noch an. Lisa steht schon da und ist ready. Und wir sehen uns gleich auf dem Parcours. Berpo-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Parcours-Test-Videos von Berpo Products. Heute befinden wir uns auf dem Parcours von Bumblebee Archery bei der Kugelsburg. Hier sind 20 Ziele und den schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Ich gebe euch ganz kurz die Infos allgemein zum Parcours. Hier befinden wir uns an der Anmeldung, die ist direkt bei der Kugelsburg. Hier sind alle Infos gegeben. Wir haben hier eine Tageskarte für 10 Euro für den Erwachsenen. Kinder bis 6 Jahre sind erstmal frei. Danach staffelt sich das nach den Jahren. Alle Infos findet ihr hier vor Ort. Wie kann man eine Karte erwerben? Entweder man geht hier in das vorhandene Restaurant, wenn es offen hat, und kann sich direkt eine Karte kaufen. Oder man findet hier einen kleinen Zettel mit den Bankdaten von Bumblebee Archery und kann das einfach überweisen. Ebenso vor Ort findet ihr Scorekarten, um ein kleines internes Turnier schießen zu können und den Parcoursverlauf als kleine Karte. Ich werde mir jetzt die 2 Jungs schnappen und dann legen wir los. Bis später! Wir befinden uns jetzt hier auf dem Einschießplatz und wir machen uns jetzt richtig schön warm. We'll be right back.
So, hier sind wir an einer sehr spannenden Station, weil Frank und Jutta haben hier sich was ganz Besonderes überlegt. Es ist ein Baum mit ganz vielen kleinen Zielen und wir schauen mal, ob die kleinen Ziele auch ganz besondere Dinge machen. Ich bin Oliver und mache heute den Gabelschuss. Wo schon viele verzweifelt sind. Ganz. Wo schon alle verzweifelt sind. Okay, wo? Oh. Neben dein. Okay, Lisa, viel Spaß. Guck doch mal, das ist fast ein Kill. Ich bin der Gänsemann, oder? Also Gänse sind dein Ding. Mein Ding, ja. Wir sind jetzt fertig mit der Runde auf dem Parcours von Bumblebee Archery bei der Kugelsburg. Wir hatten stabiles Wetter und wir hatten gerade unser kleines Fazit gemacht. Das fasse ich kurz für euch zusammen.
Die Stimmung ist mega schön. Wir haben einen sehr verwachsenen Parcours. Man ist gleich durch die Burg total eingenommen. Man kriegt ein mega gutes Gefühl. Ein schönes Feeling wird vermittelt. Und hier geben wir 8 von 8 Bärchen. Ja, die Streckenführung wäre das Nächste, was wir beurteilen würden. Hier waren wir uns nicht ganz einig. Da haben wir so ein bisschen verschiedene Meinungen gehabt, die natürlich sehr subjektiv von jedem ist, weil er vielleicht das Merkmal auf was anderes legt. Wir haben uns dann auf 7 Bärchen geeinigt. Was wir auf jeden Fall als Tipp mitgeben, habt festes Schuhwerk, wenn ihr den Kugelsburg-Parcours besucht. Hier ist es sehr oft, dass es hoch und runter ging, auch mal ein bisschen steiler war, wo man auf jeden Fall festes Schuhwerk braucht. Dann kommen wir zu den Tieren und den Zielen. Ja, wir hatten sehr viel Auswahl. Es war sehr viel Hoch- und Niedrigschüsse, also auch mal ins hoch an den Berg, wo das Tier oben stande, mit einer Wurzel von dem Baum verbuddelt in der Nähe. Total schön gestellt. Es waren immer mal Gruppen dabei, wo man sich aussuchen konnte, was nehme ich denn für ein Ziel. Total schön. Es war leider kein bewegliches Ziel dabei, deshalb haben wir uns hier geeinigt, dass wir einen halben Bär abziehen und geben 7,5 Bärchen. So, zu guter Letzt kommen wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier waren wir uns schnell einig, man braucht nicht viel dazu zu sagen. Es sind 10 Euro für den Erwachsenen, 20 Abschüsse hat man, es sind mehrere Tiergruppen dabei, ja, ein Einschießplatz ist vorhanden, also 1A, 8 von 8 Bärchen. So, wir haben gerade unser Fazit für euch zusammengefasst. Ich frage jetzt dich, Frank, nochmal, wie war der Tag für dich? Hat es dir gefallen? Ja, also das fand ich schon schön, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut. Wir haben mit dem Wetter richtig Glück gehabt. Absolut, ja. Ich fand es riesig, mit einer so netten Truppe durch den Wald zu laufen. Das freut mich. Danke für die Einladung. Danke, dass wir hier sein durften. Und wir kommen bestimmt nochmal vorbei. Ich hoffe mal, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir oder wie uns. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, euch wiederzusehen hier. Machen wir. Wir schlagen. Ja, somit verabschiede ich mich jetzt hier vom Bumblebee Archery Parcours bei der Kugelsburg mit einer mega schönen Aussicht. Wir lassen es uns jetzt noch mal gut gehen bei einem kühlen Getränk. Lohnt sich, vorbeizuschauen. Bis bald.